Wenn du von Frauen etwas willst, dann musst du zuerst in Vorleistungen gehen. Und warum das so ist, das werde ich dir in diesem Video erklären. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirttrainer und Dating-Coach. Und auf meinem Kanal lernst du, wie du fernab vom Online-Dating und fernab vom sozialen Kreis, wann immer du willst, neue Frauen im Alltag ansprechen, daten und verführen kannst. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke unten rechts, damit du auch kein neues Video von mir verpasst. Und wenn du mich und meinen Kanal, meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gibst du dem Video jetzt einen Daumen nach oben und hinterlässt einen Kommentar für den Algorithmus. Viele Männer, die Frauen verführen möchten, gehen nicht mit so einer Gebermentalität raus in die Welt, sprechen Frauen an, sondern eher mit so, oh, bitte, bitte, magst du mich, willst du mit mir Sex haben? So wie so ein Bettler, so, sie wollen etwas von dir. Und die Frauen können das auf 10 Meter Entfernung spüren, ob du jemand bist, der ihr eigenes Leben bereichert oder der nur etwas zerren will. Und in der Regel sind diese Männer, die von einer Frau etwas wollen, ohne etwas zurückzubekommen, leer, verkackt, die brauchen Bestätigung, die wollen teilweise Sex, aber teilweise auch geht es denen noch viel mehr um die Bestätigung, dass sie die Frau toll findet, dass jemand sagt, hey, du bist toll, ich mag dich, ich liebe dich, ich will dich. Oder dass die Männer wieder einen neuen Strich auf die Liste setzen können, dass sie wieder jemand Neues flachgelegt haben. Und ich meine, mach, was du willst. Du kannst einen Playboy, Fuckboy-Lifestyle führen, du kannst verschiedene Frauen daten, um dann eine Traumfrau zu finden oder dir einen kleinen Harem aufbauen von mehreren Frauen, die du regelmäßig triffst. Aber du solltest dir immer deine Intention klar machen, warum du das eigentlich machst. Willst du einfach eine Ergänzung in deinem Leben durch hübsche, schöne Frauen und willst du dich dadurch dein Leben etwas gemütlicher machen und dich persönlich weiterentwickeln, indem du den Weg gehst und Frauen ansprichst und durch diese ganze Sache hindurch gehst, Körper bekommst, dann wieder gute Nummern bekommst, deine Kommunikationsskills verbessert, an deiner Ausstrahlung arbeitest. Wenn du das wirklich willst, dann ist das die richtige Intention. Aber nur da zu einer Frau hinzugehen in der Hoffnung, oh, bitte lehne mich nicht ab, das kannst du sowieso vergessen, denn du wirst, wenn du raus in die Welt gehst und dich präsentierst und etwas einstehst, wirst du sowieso immer wieder abgelehnt werden. Das heißt, damit musst du rechnen, dass du darfst nicht mit dieser Mentalität auf die Frau zugehen, auch hoffentlich lehnt die mich nicht ab, sondern hey, die gefällt mir, mal schauen, was passiert. Und wenn du dann mit der Frau redest, dann versuche jetzt gar nicht irgendwie die Nummer zu bekommen oder ihr zu gefallen, sondern drück dich einfach aus. Es soll ein unverbindlicher, lockerer Flirt sein und wenn da etwas mehr daraus wird, umso besser. Wenn nicht, auch egal. Daneben ist die nächste Frau, die du ansprechen kannst und diese Frau, das kannst du auch nicht so persönlich nehmen, wenn es nicht klappt, weil du kennst sie doch eh nicht. Du hast dieses Verlangen war vorher gar nicht da, weil du hast diese Frau vorher gar nicht gesehen. Die läuft gerade jetzt an dir vorbei und in dem Moment denkst du, oh, die ist geil, die will ich ansprechen. Aber vor 2 Minuten hast du sie gar nicht gesehen. Also ist erst dieses Bedürfnis, sie haben zu wollen, in dem Moment aufgekommen. Aber das Bedürfnis geht auch so schnell wieder weg oder kann sich einfach verlagern auf eine andere Frau. Deshalb solltest du immer unvoreingenommen auf eine Frau zugehen und sagen, hey, die sieht gut aus, mal schauen, was passiert. Und ein anderes Beispiel. Viele Männer, die ich gecoacht habe, haben mir auch gesagt, hey, die wurden schon von so vielen anderen angeschrieben, ob die ein Coaching machen wollen etc. Aber bei dir, du musstest mich nicht mehr anschreiben, sondern ich habe mich aktiv bei dir beworben. Und woran liegt es denn, dass so viele Leute bei mir ein Coaching machen wollen? Mittlerweile sind es über 2000 Männer, die ich schon gecoacht habe. Und das liegt daran, weil dieser Mechanismus, den kannst du nicht nur auf Frauen anwenden, sondern überall. Ich gehe zuerst, ich baue Vertrauen auf, ich stelle eine Verbindung zu dir her, zu dir, der gerade das Video sich anschaut und das mache ich immer wieder. Ne? Also ich gehe unvoreingenommen, egal ob du bei mir ein Coaching machst oder nicht, was noch die Zukunft bringt, ich mache das einfach, ich hau einfach raus, umsonst, kostenlos, hier, free Content und nicht nur irgendein Gammel-Content, der hey, hier, wenn du wissen willst, dieser Trick XY, das erfährst du, wenn du auf diesen Link klickst und dann kannst du ein Buch oder noch was anderes kaufen, sondern ich gebe dir wirklich Mehrwert, Erfahrungen aus meinen letzten 8 Jahren, wo ich schon an mir gearbeitet habe, rausgegangen bin, Frauen angesprochen habe und ich teile dir das mit, ungefragt, kostenlos und dadurch kannst du dir erstmal einen Eindruck gewinnen, wie ich überhaupt bin, resoniert das mit dir, resoniert das nicht mit dir, du kannst dir ein eigenes Bild machen. Und indem du immer wieder meine Videos anschaust, stellst du eine Verbindung her. Und ich hatte schon viele auch gecoacht, die mir am Anfang gesagt haben, ja, ich habe mir das so ein bisschen angeschaut und fand ich nicht schlecht, aber ganz ehrlich,
dann wurde ich irgendwie süchtig danach, ich musste immer mehr schauen und auch deine Podcasts, ich habe sie rauf und runter gehört. Warum? Weil es dann dich irgendwann gecatcht hat. Und das ist es letztendlich, was es ausmacht. Also du gehst erstmal in Vorleistung, überzeugst dadurch und dann, die einen werden auf den Zug anspringen, die anderen nicht. Und so musst du auch mit Frauen umgehen. Wenn du Frauen von dir überzeugen willst, dann geh nicht und sag, hey, ich will mit dir Sex haben, ich brauche etwas, sondern nein, teile dich ungefragt mit, teile, also statt aus Eindruck zu schinden, schaffe Ausdruck, das sage ich immer. Und wenn du mit dieser Gebermentalität an die Sache rangehst und im Gegenzug dann auch etwas bekommst, das ist viel erfolgsversprechender, als wenn du immer etwas nehmen willst. Weil wenn die Frauen spüren oder auch wenn hier die Teilnehmer, die ich früher gecoacht habe, die immer wieder angeschrieben wurden, die haben sofort gemerkt, ah, der Typ ist irgendwie so ein Sales-Typ oder der will denen irgendwas andrehen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und du sollst stattdessen eher eine Sogwirkung erzeugen, statt eine Push-Wirkung. Mein Verführungsstil ist ja auch immer weiter ruhiger geworden, entspannter geworden. Dadurch klappt es auch noch besser mit den Frauen. Warum? Weil ich es einfach nicht unbedingt brauche mit der Frau. Auch wenn sie sehr gut aussieht. Ich hatte schon so viele sehr gut aussehenden Frauen im Bett und habe sowieso meine Betthäschen und ich komme aus einer Fülle. Ich komme nicht aus einem Mangel heraus, sondern aus einer Fülle. Und klar, wenn du am Anfang bist und jetzt noch keine Frauen hast oder gerade aus einer Beziehung oder Ehe kommst und denkst, ja, ich habe einfach niemanden, ist normal und es ist auch authentisch, dass du in dem Moment eher etwas bedürftig bist. Aber bei diesem Punkt darfst du nicht stehen bleiben, sondern musst dir eine Auswahl schaffen. Ja, du musst rausgehen, die Schläge einstecken, dich entwickeln und dann wirst du immer wieder neue Frauen kennenlernen, neue Dates haben mit Durchschnittsfrauen, dann nochmal mit schöneren Frauen und irgendwann entwickelst du auch so eine Lean Back, also eine zurück, lehnst dich einfach zurück, bist entspannter und gehst nicht mehr mit so einer pushenden Wirkung voran. Und das werden die Frauen mögen. Die werden merken, wenn du die ansprichst, du bist wirklich präsent, du bist im Moment. Schau dir meine Live-Clips an, die sind schon relativ alt, das ist jetzt noch besser, aber selbst da merkt man, dass ich wirklich fokussiert im Moment bin. Und wenn du das einmal geschafft hast, werden die Frauen auch mehr von dir angezogen. Ich höre auch immer wieder von Frauen, dass sie sagen, hey, bei dir auf den Dates habe ich das Gefühl, du hörst mir wirklich zu, du interessierst dich für mich, du stellst die richtigen Fragen. Warum? Weil es auch einfach so ist, weil wenn mich etwas interessiert, dann cool. Aber wenn mich etwas nicht interessiert, dann werde ich eben die Verführung eben etwas schneller voranpushen und schaue, ob es geht. Aber wenn ich schon mir die Zeit nehme, dann versuche ich zumindest herauszufinden, ob es was Interessantes bei der Frau gibt, außer nur, dass sie natürlich einen schönen Körper hat. Und das, diese Verbindung, die ich herstelle, dieses Vertrauen, das ich aufbaue, führt dazu, dass die Frau eher und schneller mit mir nach Hause geht und es öfter zum Sex kommt. Also, nächstes Mal, wenn du auf eine Frau zugehst, schau, dass du jeder, der dir gegenübertritt, dass du mit einer dem ein Gegenüber ein gutes Gefühl vermitteln möchtest, anstatt irgendwie da immer darauf zu hoffen, dass die Person dir gegenüber ein gutes Gefühl hoffentlich dir gibt, sei es jetzt auf der Arbeit, sei es deine Familie, deine Kontakte, Freunde, Bekannte und natürlich auch Frauen. Wenn du sie ansprichst, versuch mal bewusst dich darauf zu konzentrieren, der Person ein gutes Gefühl zu geben. Am einfachsten geht es, indem du die Spannung rausnimmst und nicht versuchst, irgendwas von der Frau zu bekommen, oh, Sex, Dates, Nummer, sondern einfach dich auf die Frau in dem Moment zu einlässt und das wird die Frau genießen, denn echte Aufmerksamkeit, echte Bestätigung ist heutzutage sehr rar geworden und Frauen werden es sehr schätzen. Wenn du sagst, hey, das klingt alles schön und gut, aber genau hier habe ich Probleme, ich spreche einfach zu wenig Frauen an, ich habe mir schon so viele Videos angeschaut, Podcasts durchgehört, Bücher durchgelesen, ich bin schon ganz verwirrt von der Theorie, ich brauche eigentlich jemanden, der mich dabei unterstützt, der mir in den Arsch tritt, mit mir rausgeht und das gemeinsam einübt, bis ich da wirklich sicher geworden bin im Ansprechen und Daten von Frauen, dann kann ich dich gerne dabei unterstützen. Unter dem Video ist ein Link zum kostenlosen Analysegespräch oder oben rechts bei dem i. Da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich melde mich in einem der nächsten Tage. Schönen Tag noch.